Hallo, in Forstec 2024. Wir sind am Stand von Ferkinghoff. Ferkinghoff ist Primary-Arms-Importeur. Die haben ein neues Site da und der Michael Großkopf von Ferkinghoff kann uns etwas zu dem neuen Microprism von Primary-Arms erzählen. Ja, also das GLX ist eine Weiterentwicklung von den eins der meistverkauften Optiken von Primary-Arms in den USA. Das hat es vorher gegeben in der SLX-Variante. Das haben die jetzt auf das nächste Level gehoben. Das ist das GLX. Mhm. Das heißt, das sind mehrfach vergüterte Linsen, hat einen sehr großen Augenabstand und hat ein Cyclops-Absehen. Das Cyclops-Absehen kommt in grün und in rot und ist wahrscheinlich ab Juni, Juli erhältlich bei uns im Programm. Okay, für alle, die mit Cyclops nichts anfangen können, das Cyclops-Absehen ist ein umgedrehtes Horseshoe-Absehen, also ein Hufeisen-Absehen mit drei Dots drunter, Haltemarken und wie gesagt in grün und in rot erhältlich. Ja. Großer Augenabstand, kannst du mal bitte zeigen. Ja. Wenn ich kann einen Anschlag gehen, ich kann ganz nah gehen und es ist scharf. Und auch wenn ich dann weiter weggehe, selbst dann ist es im Anschlag. Ja. Also selbst wenn ich das so weit weghalte, ist es scharf. Okay, Linsengröße, wollte man auch wissen? 20,5 mm. Okay, passt. Und mehrfach vergütete Linsen, Mikroprism mit einfacher Vergrößerung und aus der GLX-Serie noch nicht da, kommt Mitte des Jahres wahrscheinlich hier bei euch an und der Preis steht auch noch nicht fest, sagst du. Nee, wissen wir noch nicht. Okay, alles klar. Alles so klar. Viel zu dem Primary Arms Microprism GLX und mehr dazu findet ihr dann demnächst, wenn der Preis feststeht und so weiter, bei uns auf allforshooters.com, das reichen wir euch natürlich alles nach. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaut mal wieder rein.